Hi! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic mit mir, dem Piraten Joe. Oder auch Peter Schmidt genannt. Heißen wir eigentlich Peter Schmidt? Wer heißt nur Gilden? Muss die eigentlich auch irgendwo unser Name stehen? Nö. Aber ich weiß, dass wir so heißen, weil wir es eingestellt haben. Gut. So, der Typ folgt uns. Letzte Folge haben wir hier ein bisschen rumgeludet. Bisschen mehr Stärke bekommen dadurch, was wir ja unbedingt brauchen. Und jetzt gehen wir mal die Stollen ab mit dem Typen. Jetzt geht das Gebagge los. Der Typ benutzt, glaube ich, nur Nahkampfangriffe, kann das... Ach ja, er war 90% der Zeit am Rumbuggen. Puff! Seh nix! Dein Gesicht ist im Weg! Jetzt aber. Puff! Puff! Ich hab doch da noch einen gehört. Da! Nee. Lass die Waffe unten. Hab dich gesehen. Warum hast du mich nicht gesehen? Alter, wir sind ja krass. Krass OP. Utschotschotscha. Ho. Oh, lol. Ausgewichen. Nein, nicht den anvisieren. Tu doch was, Kumpel. Kannst du auch was machen? Alter. Wunder, dass ich hier mitschleppe. Der Typ hier gar nichts, der Typ. So, was gibt's hier so? Nö. Okay. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Ja, mach die Nischen doch mal auf. Du Kasper. Ich wollte gerade die Pilze einsammeln. Und mir mal zur Sicherheit ein paar Steaks gönnen. Oh, 136 ist okay. Oh, zwei Steaks. Außerdem heilen wir uns so schneller, weil wir weniger Lebensenergie haben. Hier wollen wir rein, oder was? Da liegt eine Waffe. Eine Ork-Waffe aber. Ein Trank. Noch ein Trank. Weiß nicht, ob die so die krassen Hindernisse, Geheimnisse verbergen. Kann ich das Ding hier irgendwie aufmachen? Ist hier kein Schalter? Hallo? Wo sind sie? Nee. Okay. Hier. Nö. Sicher? Muss doch. Ah! Tatsache. Mann, bin ich gut. Schalter. Hui, hui. Hallo. Trank. Trank. Kruschpack. Pergamenthälfte? Ich hab die Pergamenthälfte gefunden. Guckst du mal. Ah, Tatsache. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Okay, wir haben ja drei Gänge. Vielleicht ist sie in einem der anderen Gänge. Und im dritten Gang wird dann vielleicht der Mechanismus dafür sein. Was gibt's hier? Nichts. Wirklich nichts da hinten? Da ist es so dunkel. Nee, ist Ende. Oh je. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch. Ich hoffe, es geht. Es ist auch für mich dunkel. Aber ich kann halbwegs was erkennen. Dafür will ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt eine Fackel rausholen. Hua. Hua. Oh, wir sind oben. Kommt Tübi hinterher. Gott sei Dank. Es läuft irgendwie besser. Ich muss sagen, GOG. Respekt. Bugs wurden viele behoben. Ein paar Exploits wurden leider auch rausgenommen. Aber Exploits müssen halt auch irgendwann rausgenommen werden. Da hätte ich doch eine andere Version spielen sollen. Noch hinter mir? Hinter mir. Okay. Da ist ein Loch. Da liegt eine Leiche. Eine Ork-Leiche. Ist es der Raum von gerade? Ich glaube, es ist der Raum von gerade. Wo wir drin waren. Ja, sieht so aus. Was haben wir hier? Rostiges Bastardschwert. Aber es ist rostig. Ich glaube auch nicht, dass es besser ist. 41. Doch, Tatsache. 41 ist schon stark. Unsere Waffe hat allerdings 52. Ist noch stärker.
Trank, Pfeil, Kruschpack, Kampf. Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Kannst du auch was machen? Oh Gott. Kruschpack. Morgenstern war da oder sowas. Stahlzunge, das hatten wir glaube ich schon. Kampfschwert auch. Pergamenthälfte. Mann, Mann, Mann. Wer hätte das gedacht? Ich habe eine Pergamenthälfte. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Sehr gut. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Okay. Und jetzt? In den dritten Raum? Gott sei Dank die richtigen Räuber anscheinend gewählt. Typ, tü. Kommst du? Er kommt. Ah, der war immer eine Qual. Okay. Kannst du auch hier übersetzen? Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig. Voll. Achte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Schön, wie er sich artikuliert. Ausreichend Material geben. Kann diesem Ort beim besten Willen nichts Positives oder Interessantes abgewinnen. Ein fucking Sträfling, Piratenkapitän, so kann man nicht reden. Du hast einen Intelligenzwert von 7. Es handelt sich um einen Teleport-Zauber. Okay. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Okay. Wo ist der Ort? Vielleicht im dritten Raum, wer weiß. Okay, dann gehen wir mal los. Ich speichere mal nochmal. Wir haben jetzt schon einiges hinbekommen. Bogen raus. Kommst du? Okay, im zweiten Raum war ja Gott sei Dank keine großartigen Kämpfe. Da hinten ist ein Ork. Guck mich ein bisschen um. Da ist noch ein Ork. Zwei Orks. Scheiße. Töten! Ah! Oh lol, ein Krieger! Töte ihn! Halt ihn auf! Mach doch was, Bro! Ah, jetzt machst du was, ne? Ach, hoffentlich stirbst du, Oh Gott. Das ist so ein Lappen, der wehrt sich einfach nicht. Erst wenn wir tot sind, hilft er. Okay, das heißt, der Krieger da hinten kommt automatisch. Ich snipe den jetzt von hier einfach weg. Der ist krass, der muss drauf gehen. Zack, tot. Ha! Aufpassen, kommen die anderen. Wusste ich's doch. Hab's doch gehört. Nein, nein! Halt ihn auf! Tu doch mal was, Alter! Das ist der, ich hasse ihn so, ne? Alter, ich würde dich am liebsten auf die Liste packen. Beziehungsweise ins schwarze Buch schreiben. Sag mal Liste, warum sag ich eigentlich mal Liste? Tod. Okay. Kruschpack. Kruschwarok. Kruschwarok. Okay. Waffe raus. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Da hinten ist noch einer. Habe ich genau gesehen. Hier ist nichts. Ah. Genau dazwischendurch will ich. Ja? Nee. Nehmen wir erstmal den hier. Treff. Okay, ist tot. Ja? Lass die Waffe unten. Gut so, tot. Okay. Was soll ich jetzt hier? Dieser Ort hat eine besondere Ausstrahlung. Okay. Die Ausstrahlung des Verborgenen. Diese Halle erinnert mich an das Bild aus der Vision. Die Vision. Wir sind unserem Ziel sehr nahe. Okay. Gehst du? Naja, geh du mal. Hoffentlich stirbst du,
Ah, das ist ein Typ. Hilft mir nicht. So ein Wichser. Gibt's hier irgendwas? Kann man hier hoch? Geht's da hoch? Hur. Sklavenbrot? Sklavenbrot? Er geht tatsächlich rauf. Geile Sache. Bin ganz ehrlich. Ich wusste gar nicht, dass hier hochgeht. Hab ich noch nie gesehen. Ich war hier noch nie oben. Okay, wir machen mal eine Fackel an. Ich glaube, hier gibt es gerade keine Gegner mehr. Lol. Was ist das denn? Nix. Nix. Okay. Ah, ich war hier oben noch nie. Ist ja geil. Nach so oft Gothic spielen finde ich echt noch was Neues. Das ist echt der Hammer. Gibt's hier noch irgendwie... Gibt's wahrscheinlich gar nichts. Also war es nicht schlimm, dass ich nicht hier oben war. Ist auch nichts. Tatsache. Wow. Moment, hier? Geht's auch noch hin? Nee, da ist nichts. Coole Sache, aber trotzdem, dass ich noch was gefunden habe, was ich noch nie gesehen habe. Ich bin noch nie hochgegangen. So. Hier. Ist nix. Da hängt der Lappen ab. Quatscht mich direkt wieder an, gibt mir irgendwas. Hinter dieser Wand. Das muss es sein. Hinter dieser Wand. Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Benutze ach so. Den orkischen Teleportzauber hier vor dieser Wand. Aber ich bin der krasseste Magier. Kann ich den looten oder warum liegt der hier noch als einziger? Nö. Okay. Okay, okay. Hier noch irgendwas drin? Sklavenbrot mehr nicht, ne? Nö. Das ist ja jetzt... Für einen Piraten ist das hier jetzt nicht so das Lootfest im Moment. Wobei der Anfang ging. So, jetzt soll ich benutzen. Teleportzauber. Speicher. Bevor ich hier rumteleportiere, wird gespeichert. Teleport. Da, Orksche Teleport auf der 4. Geh mal näher ran. Oh, ich habe kein Mana mehr. Binde. Hallo? Hat funktioniert? Jo! Steppt da einfach hoch. Den verborgenen Ort gefunden. Ah, ich hab mir vorhin wehgetan am Ohr. Meine Instinkte haben mich nicht getäuscht. Und hier liegt die Antwort auf die rätselhafte Anrufung des Schläfers? Sieht mir eher nach einer weiteren Grabkammer aus. Wir müssen weiter. Geh voraus, ich folge dir. Wir müssen weiter. Ich speichere lieber doch mal, damit ich diese scheiß ewige Dings nicht nochmal ertragen muss. Ich hab gerade überlegt, ob ich vielleicht mein Dings. Nee. Alles klar. Ein bisschen Nachtschatten, sagst du? Ich wollte gerade überlegen, ob ich die Fackel nochmal mitnehme, aber. Wenn ich hier jetzt fighten muss, das ist es doof. Apropos fighten. Mal eben hier ein bisschen das Essen. Full life sein. Das ist die Devise. Ah! Schon wieder. Alter, der Typ muss einfach ständig anladen. Nein. Und dreh ich mich. Nicht wahr sein. Guck ihn bloß nicht an. Nichts außer Staub und ist doch noch gar nicht fertig. Warte doch mal ab. Nein. Boah, steht zur Exekution weißt du, bereit. Sprich zu mir. Oh, ich hab blaue Federn. Schläfer, offenbare dich. Nein. Das war's. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Schieß ihn einfach in den Kopf von hinten. Das ist alles nur deine Schuld. Alles klar. Deine unheilige Präsenz hat den allmächtigen Schläfer erzürnt. Ich hab hier alles jetzt gemacht. Jetzt muss ich für dein frevelhaftes Verhalten büßen. Ich werde unserem Meister ein Opfer darbringen. Ein Menschenopfer. Bestimmt wird er mich dann erleuchten und zu seiner rechten Hand machen. Stirb
Ungläubiger! Ich hab fucking Dings in der Hand, das ist nicht so geil. Ich will meine Waffe haben. Ah, lol, ich tu was! Was tu ich? Gar nichts! Er macht mir gar keinen Schaden, kann das sein? Haha, das ist ja lustig! Du Lauch, kannst ja überhaupt nichts! Guck mal, ich kann dich sogar blocken. Oh, war nicht so gut funktioniert. Das Blocken funktioniert überhaupt nicht richtig! Ich kann Blocken üben an dem. Hab ich jetzt Cooldown? Naja, ich box ihn mal weg. Oh, er hält aber gut aus. Kurz, muss nochmal. Es ist wie, kennt ihr das Kind der Freundin oder so? Wenn eure Freundin schon ein Kind hat und man muss mit dem spielen oder dem oder von der Tante oder irgendwie so das kleine Kind, mit dem du spielen willst und das versucht dich halt zu hauen so und du musst so sagen, oh, das tut so weh, bitte nicht. Oh, und dann nimmst du ihn und schmeißt ihn so gegen die Wand. So fühle ich mich ungefähr. So kommt es halt rüber, was er da macht. Oh, Quatsch. Komm, ich erlöse ihn mal. Du kriegst das rostige Schwert gleich in den Magen. Ja. 500. Richtschwert. Na, suchen wir mal nach einer Waffe, die du verdienst, du Fixer. Da, rostiges Schwert. Das hast du verdient. Verrecke. Patz. Ich hätte eigentlich nochmal mit ihm reden können, ne? Vielleicht kommt er ja wieder zur Besinnung. Aber wir sind Pirat. Wer uns angreift, hat sie anders verdient. Ich kann ihn nicht looten. Kann ihn nicht looten. Naja. War ja echt krass. Wir haben eine krassere Waffe gefunden, aber Zweihand. Der war schon echt ein harter Endgegner, muss ich sagen. Weiß nicht, ob das Spiel damit rechnet, dass wir die Rüstung haben. Ich meine, wir sind immer voll auf Max, was unseren Rüstungswert angeht. Gibt's hier noch irgendwas? Ach stimmt, hier ist ja die Waffe, die ich meinte. Todbringer. Ist die krasser? Nee, aber fast. 48. Die schon. Eigentlich müssten wir die nehmen. Ich glaube, die nehmen wir auch. Ist halt ein Schwert, ne? Ist halt 10 times cooler. Hier ist wieder nix, oder was? Höhlenpilze? Ich sehe nichts. Geht's hier? Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Ja, die ist jetzt so weniger gut, ne? Was sagt der Questlog? Orkfriedhof. Balukor hat den Verstand verloren, als ihm klar wurde, dass es auch absolut gar nichts hier unten gibt. Zu guter Letzt griff er mich, völlig wahnsinnig geworden, auch noch an. Kor Anger wird sich bestimmt große Sorgen machen, wenn er hiervon erfährt. Das sagt mir so viel wie, geh zurück zu Kor Anger. Ja, haben wir alles getötet. War ja irgendwie doch nicht so schwer. Ihr habt uns für schwächer gehalten mit dem Bogen, wenn ich ehrlich bin. Es ist krass, dass wir, wenn der das Schwert hebt, den damit backstabben, nicht backstabben, dass wir den dann staggern. Allerdings, wenn er erstmal auf uns drauf ist und vor uns steht und nicht mehr so angerannt kommt, sondern wenn er schon vor uns steht und nur noch nach vorne drückt, zum Schlagen quasi, also quasi nicht jetzt so, sondern wenn er schon da steht vor uns und nur noch so machen muss, oder irgendwie so, dann sind wir halt langsamer mit dem Bogen. Dann haben wir ein Problem. Dann staggert er, glaube ich, sogar uns. Mit ein bisschen Pech. Naja, okay. Dann gehen wir halt zurück. Was sollen wir sonst machen? Ne? Ist keiner mehr da. Alle tot. Alles vernichtet. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, wenn wir als einzige Überlebende irgendwo rauskommen. Die denken irgendwann, wir töten die ganze Zeit alle Leute. Weil hat ja noch nie einer überlebt, der das Gegenteil behaupten kann. So, Ladescreen. Bitte funktioniere. Bitte, 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 bitte. Alter, läuft super. Ist schon dunkel? Naja. Okay. Keine neuen Gegner. Ich habe jetzt irgendwie kurz damit gerechnet, dass da oben irgendwer steht und irgendwie uns boxen will. Jetzt kommt Talas wieder. Ich sag, das war mein Verdienst. Naja,
Wir gucken jetzt erstmal. Gehen jetzt erstmal zu Koanga zurück, erzählen ihm davon. Und dann... Ja, gucken wir mal, was Koanga so von uns will. Sind wir dann hier fertig mit der Beschwörungsquatsch-Geschichte? Kann ja nicht sein, dass sich alles hier um die blöde Beschwörung dreht. Tschu! Ach ja, wir haben das Rezept noch gar nicht abgegeben, ne? Das müssen wir auch noch machen. Wenn wir nächstes Mal da sind. Wir müssen ja da demnächst mal wieder hin und mal gucken, was die so an Ausrüstungsgegenständen für uns im alten Lager haben. Wobei, da ist, glaube ich, nicht so viel. Bis auf die Magier. Ich weiß gar nicht, ob die Magier handeln. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe. Hui, am liebsten wäre mir irgendwie was mit Schutz vor Waffen plus Geschicklichkeit oder so. Das wäre optimal. Hui. So an Amuletten und Ringen. Wobei ich natürlich auch Feuerresi nehme ich auch mit. Weil ich weiß, dass irgendwann starke Feuergegner kommen, die ich auch platt machen will. So, dass ich das quasi als Second Gear habe. Das Anti-Feuer-Gear. Hui. Aus dem Weg. Ich bringe wichtige Kunde für Koangar. Hua. Oh. In die Suppe gesprungen. Als ob wir so lange da drin waren, dass es dunkel geworden ist. So. Gucken wir mal, was der Gute dazu sagt. Und dann machen wir Feierabend. Darf heute nicht zu lange machen. Das sage ich wahrscheinlich, sag ich irgendwie gefühlt jeden Tag. Gucken wir mal, was Koanga sagt. Gucken, ob ich danach noch eine Folge mache. Das meine ich damit. Ich war am Orkfriedhof. So, du nicht. Guck mal. Kriege ich jetzt mal eine vernünftige Belohnung? Ich war am Orkfriedhof. 2000 XP sind okay. Nehme ich. Kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balu Kor und den Templern? Tot. Sie sind alle tot. Tot? Aber warum was... Was ist dort vorgefallen? Einfach umgefallen. Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Baal-Lukur und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Baal-Lukur völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten. Und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Täuschung nichts gefunden. Hat er ja noch nicht mal. Hat er gar nicht so gesagt. Nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Es darf nicht. Darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balu Kor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Also ist es mit Kor Kalom oder wie der heißt? Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Was? Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. Fünf von der stärksten Sorte sollten genügen. Und Alter, der kann doch nichts alleine. Beeile dich. Haben wir die nicht sogar? Habe ich die nicht schon? Ich hab die Heilkräuter. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Geil! Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Ich war die ganze Zeit hier! Du lügst! Er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Der ist überhaupt nicht wach geworden. Ich stand die ganze Zeit daneben. Iberion ist tot. Was? Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Koangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor Kaloms Besitz. Wo ist okay. Kor Kalom? Der ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Aha. Werde ich jetzt im Kreis der Tempel aufgenommen? Der Tempel aufgenommen. Du musst eine Zeit lang... Dann. Ja. Einen Moment noch. Ja? Okay. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine Teleportrune, oder was? Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Geil, jetzt gibt's die Teleportruhen.
So, alles klar. Cool, danke. Ja. Läuft. Iberion tot. Angeblich hat er viel rumerzählt, was ich nicht bestätigen kann, obwohl ich die ganze Zeit neben ihm war. Aber okay, die Story verlangt es. Die Story hat wohl nicht damit gerechnet, dass wir die 5 Heilkräuter haben aus dem Sumpf. Damals nämlich schon besorgt, als wir da das Sumpfkraut holen sollten. Und, die Blutfliegen platt gemacht haben. Wir können tatsächlich mal nochmal in den Sumpf gehen, um da die Haie platt zu machen. Bedeutet, wir könnten jetzt rein theoretisch wieder eine Säuberungstour machen. Oder einfach nur den Sumpf klären, wäre auch eine Möglichkeit. Ich denke, das werden wir nächste Folge machen. Da klären wir den Sumpf, gehen einmal ins alte Lager, gehen dann ins neue Lager, geben denen alles und gucken, was die so von uns wollen. Finde ich gut, dass jetzt alles auf meine Truppe gelegt wird, auf die guten, aufs neue Lager. Da bin ich ja ganz weit mit oben dabei. Die kennen mich ja schon. Die wissen, bei mir läuft's. So. Okay, dann danke ich fürs Zuschauen. Nächste Folge habe ich ja schon quasi skizziert. Mal gucken, wird vielleicht ein bisschen längere Folge. Dadurch, dass ich hier ne, ein bisschen so noch ein paar Viecher killen gehe unterwegs. Zumindest den Sumpf clear, dass wir das auch mal hinter uns haben. Ich denke, wir sind stark genug dafür. Sollten wir auf jeden Fall, weil ich glaube, die nächste Rüstung dauert noch ein bisschen, bis wir sie kriegen. Oder kriegen sie jetzt schon? Ne, ich glaube aber tatsächlich nicht. Bessere Waffen gibt es auch erst im nächsten Kapitel. Das ist auch noch nicht. Das dauert, glaube ich, auch noch. Ich muss mal schauen. Ich überlege gerade, wann das nächste Kapitel anfängt. Aber das mache ich später. Ich danke fürs Zuschauen. Mache ich noch eine Folge? Ich mache noch eine Folge. Eine Folge geht noch. Und dann muss ich aber auch leider weggehen und euch alleine lassen. Aber wir sehen uns ja dann übermorgen wieder, wisst ihr ja, ne? Also, ich danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Die kommt dann auch übermorgen. Tschüss, Wiedersehen. Hat Spaß gemacht. Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, der Orkfriedhof so wegzubashen. Fand ich echt cool. Hätte ich nicht gedacht, dass dann Fernkampf doch so einfach ist. Ich überlege mir, ob ich in Gothic 2, wenn wir es dann spielen werden, auch nochmal Fernkampf spielen. Wenn ich ehrlich bin. Das wird lustig dann. Es ist dann ein bisschen anders. Gut, dann träumt was Schönes. Gute Nacht.